Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos. Zack, zipp's vor. Ja, und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, so wie die beiden sich hier gerade anschauen, könnte es aber sehr schwierig werden, dass die heutige Folge familienadäquat wird. Ja, warum? Ja, das fragt die beiden bloß und da gehen sie dahin. Ja, wo gehen die denn hin? Ja, die sind doch nur müde, die wollen schlafen gehen. Ich glaube nicht. Die haben definitiv was vor und da sieht man das dann auch schon. Oh Gott, da fliegen wieder die Herzen in den Himmel der Liebe. Da fliegen die Herzen in den Himmel der Liebe. So ist das Ganze, hä? Ja, die haben sich ganz doll lieb, hä? Könnte man so sagen, ne? Jo. So eine Anmoderation haben wir auch noch nicht gehabt, wa? Das ist so zum ersten Mal so auf diese Art und Weise. Aber so ist das halt. Da ist halt so, wie es ist. Ganz normal. So, da fliegen Kissen hoch und beide sind doch sehr müde gewesen von dem Tag. Es war auch schon wirklich ganz schön spät. Es war verdammt spät. Es war so spät, man glaubte es kaum, wie spät das Ganze war. Mal sehen, wann sie wach werden. Und wer als erstes wach wird, das ist ja auch die Frage. Man weiß es nicht. Sie wird wach. Ja, da steigt sie ganz behindert auf. Vor allem finde ich es auch mal ganz gut, dass die Animation des Aufstehens recht gut ist. Das erste Bein geht raus, der zweite liegt noch mehr so hier drinne. Und dann geben wir ihr mal gleich die Information, dass sie sich ihr Outfit ändern kann. Und zwar, was nehmen wir denn heute? Heute nehmen wir was Eleganteres. Und dann wollen wir mal schauen, wie sieht's denn aus? Blase Hyäne. So, das heißt. Sie wird das hier mal verwenden, sie wird das hier mal verwenden und sie wird das hier mal wegwerfen. So einfach. So kann natürlich auch morgen anfangen. Guten Morgen, junge Dame. Da steht sie auf und geht dann da rein. Ja. Ja, das Pinkeln ist ja seltsam. Muss man nicht erklären. Sie scheint noch ein bisschen Krätze zu haben. Die Frage ist natürlich, wie man die Krätze los wird. Weil sie auch hier diesen Negativtext auch gar nicht hat oder so. Das ist das. Hier ist das Merkwürdige dabei. Plaudern hat sie irgendwie hier noch. Warum sie da noch plaudern hat, kann ich jetzt nicht erklären. So, als nächstes wird sie dann erstmal. So haben wir hier mehr Auswahl. Öffnen. Und dann wird sie frühstücken. Hier, da haben wir Rührei mit Speck, ein Gericht nehmen. Danke sehr. Ja, du willst an den Computer. Ist klar. Not really. Kann nicht wahr sein. Echt unmöglich hier. Sicher, das machen will. 325 Punkte. Ja, das geht dann. Hast du bald wieder einen nächsten Skill für die Gruppe. Hunger läuft sogar sehr gut. Wie sieht's denn da aus? Der junge Herr ist gerade wach geworden. Das heißt, er wird auch sein Outfit ändern. Outfit ändern. Was ziehen wir denn heute da an? Das hier. Er bekennt mal Farbe. Und auch er wird mal verwenden, braucht er nicht, aber Hygiene kann er machen. Das heißt, Hände waschen und Zähne putzen. Und wenn er das gemacht hat, dann darf er natürlich auch was essen. Einmal essen. Mehr Auswahl natürlich. Quatsch. Nochmal. Das hier. Mehr Auswahl. Öffnen. Jetzt habe ich's. Und er isst dann auch nochmal Rührei mit Speck. Und danke. Danke, Anke. So ist das. Ja, sie hat noch die Krätze. Warum einfach auch dort kommen? So, dann kannst du das mal aufräumen. Und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Weil die beiden haben heute was vor. Und die sind beide so weit in Schuss, wenn ich das hier einen Überblick habe. Sieht gut aus. Und es sieht gut aus. Man kann hier meckern.
Hygiene könnte ein bisschen besser sein. Ich weiß ja nicht, warum die Hygiene hier so ein großes Problem ist. Aber na gut. So, sie wickelt bestimmt am Computer. Was will sie machen? Die Zuflucht spielen. Ja, lass sie dann nochmal eine Runde spielen. Ist in Ordnung. Yo. Ja, riecht gut, wa? Ja, das ist lecker. Ja, tolles Herbstoutfit übrigens. Auch bei den jungen Herren hier. So, das hier dann mal wieder aufräumen. Das reicht. Dann da kannst du nochmal Hände waschen, weil es so schick war. Und dann kommt die junge Dame. Und die junge Dame wird dir dann was gleich mal anfragen. Und zwar, was wird sie anfragen? Wo haben wir es da? Mehr Auswahl, Romantik. Ja, sie wird dich erstmal küssen. Wo ist sie denn? Ja. Ja, Computerende. Komm mal her. Sie ziert sich noch. Sie weiß noch nicht ganz genau. Machen wir nichts. Ja, okay. Na? So, mehr Auswahl, Romantik. So, jetzt kannst du noch mal küssen. Er ist auch ein bisschen trieselig. Ja, ich glaube, sehr viel gearbeitet hat er die letzte Zeit. So, ewige Liebe erklären, flirten, Händchen halten, knuddeln, Kompliment, verführe ich um Verabredung bitten. Natürlich um Verabredung bitten, ja. Ja, die beiden haben ja noch dieses eine Meta-Ziel zu erreichen. Und da kommen wir dann schon mal den Auswahl für die Verabredung. Und zwar werden die ihren ersten Teil der Verabredung in einem Park machen, in dem ich schon länger nicht war. Und zwar in dem Park des Wüstenblütenparks. Da geht's jetzt hin. Einmal da schön eine Romanze verleben. Einen kleinen verführerischen Ausflug. Wollen wir mal schauen, was die da so Schönes zu machen haben, damit sie den Silberstatus erreichen. Wir müssen ja den Silberstatus erreichen. Gold müssen wir nicht erreichen. Wir können Gold erreichen. Müssen aber nicht. Ne? Das ist das, die Information, die sehr wichtig ist. Aber das werden wir dann gleich sehen. Zwei Verabredungen müssen wir schaffen. Danach müssen wir nochmal drei Verabredungen schaffen. Ich muss mal gucken, ob wir das jetzt diese zwei freie Tage hinbekommen. Wenn wir das hinkriegen in zwei freien Tagen, dann kommt langsam Baby-Time. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Gut, das heißt, beide Sims gleichzeitig kokett sein lassen, Kontakt und dann können wir mit denen zusammen sitzen. Gut, dann machen wir da mal. Das heißt, zusammensitzen. Das sollte ja zu machen sein. So, da kommen sie beide. Ein bisschen Musik können wir anmachen. Ja. Letztes Mal haben sie auf der Bank gesessen, die hat gebackt. Oder war das doch die Bank hier? Ich weiß das nicht. Gut, also flirten wir mal hier mal, weil das Zeug hier gibt. Romantik. Knuddeln. Knuddeln ist immer schon mal ganz nie. Will die mich verarschen? Was ist mit denen los? Glas Wasser nehmen. Mhm. Stell's mal einfach ab, danke sehr. Komm mal hierher. Aha. Sitzen und Verabredung sprechen. Will er mich verarschen oder was? So, beide gleichzeitig kokett sein lassen. Das sollen wir doch hinkriegen hier. Rumschmusen. Rumschmusen ist immer eine Möglichkeit. Küssen ist auch immer eine Möglichkeit. Gnadenlos kitzeln? Anmachen. Mach sie mal an. Tag verschönern, mehr Auswahl, Romantik. So, kokett erden, flirten, flirte sie mal. Let's flirt. Heißt halt nur so schön, hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Exos Flirtet. Hier beim Let's Flirt Kanal. So ist das Ganze. So, was haben wir denn noch? Romantik. Kompliment über Aussehen, kokett erden, knuddeln, gnadenlos küssen, einen Kuss hauchen. Ja. Ja, wann werden sie beide kroket? Ich weiß es noch nicht. Verführer, ich will ihn flüstern. Rumschmusen. Oh yeah. Schmus mal ein bisschen.
Rose anbieten. Ja, so, jetzt fliegen die ersten Herzchen. Nein, das kann nicht wahr sein, dass es so lange dauert, bis die kokett wären. Aha. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Verabredung küssen. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Das heißt, wir können ja mal hier mal zusammen spielen. So, spielen wir mal hier zusammen. Komm und spiel mit mir. Was haben wir denn sonst hier für Spielmöglichkeiten? Ich glaube, das ist die einzige Spielmöglichkeit für Erwachsene. Jenny, bist du irre geworden? Also, damit ihr gerade diesen Ausspruch versteht, Jenny hat gerade hier über den Sofa gesprungen, hat eine kleine Decke, die hier drüber hängt, über das Eckrückenteil so runtergeworfen und hat mir alles zueinander geworfen. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir, genau. So, verspielt sein lassen. Da können wir ja was Lustiges erzählen oder so. Schauen wir mal. Verführer ist ein Wangeküssen, mehr Auswahl, lustig. Witze über alte Zeiten machen. Witze über alte Zeiten ist immer gut, mehr Auswahl. Was haben wir denn noch? Ein Polizistenwitz, der geht immer. Treffen Sie zwei Polizisten, sagt der andere halt und der andere sagt stopp. Ja, ich verstehe den auch nicht. So, mehr Auswahl, lustig. Lustige Geschichten erzählen. Lustige Gesichter schneiden, na, weiß ich nicht. Können wir ja mal ausprobieren. Lustige Gesichter schneiden? Warte mal. Mehr Auswahl. Lustig. Lustige Gesichter schneiden. Der hat irgendwas von Kimba erzählt. Kimba, der weiße Löwe. Ich weiß nicht, ob das ein Copyright-Verlust ist oder ob Disney sich nachher einschaltet, so nach dem Motto, wir haben dich kopiert. Oh ja, Disney. Disney hat dich kopiert, oder doch? Haben die kopiert? Ja, sie findet das jedenfalls sehr lustig. Ja. So, was hat er denn jetzt gerade? Plaudern und da ist noch unverschämte Geschichte erzählen. Oh ja, das ist ja die Wahnsinn-Story mit Polizento und so weiter. So, Verabredung massieren. Haben wir auch noch theoretischerweise. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so nicht klappt, wie ich hier denke. Freundlich, lustig. Nochmal lustige Grimassen schneiden. Klopf-Klopf-Witz. Ja, irgendwie scheint das nicht so hinzuhauen. Okay, dann machen wir das anders. Dann werden wir ihr massieren und so weiter. Romantik, wo haben wir das? Mehr Auswahl, küssen, knuddeln, sowieso. Schlüpfrige Frage. Massage anbieten. Dann wollen wir das hier mal beenden mit Spielen. Hat sich das Spielen sozusagen erledigt? Mhm. So. Skibernd hier hin. So, dann werden wir das andere hier mal alle durchmachen. Kokettenwitz machen. Okay, sehr schön. Das hat zumindest schon mal hingehauen. Dann gehen wir nochmal auf Romantik. Rose anbieten. Was hat er denn noch hier? Die Hände küssen. Oh, es läuft. Verrückt anfunkeln. Ich weiß, es ist ein bisschen zu viel. Knuddeln, Kompliment über Aussehen machen. Das geht immer. Ja? Das ist übrigens immer möglich. Ewige Liebe erklären, natürlich. Warum wird das hier irgendwie nicht mehr? Sollte man sich von Ansicht zu Ansicht unterhalten? Bewunderung ausdrücken. Das wird irgendwie nicht mehr. Das wird irgendwie nicht mehr. Bewunderung ausdrücken, das geht aber irgendwie nicht höher. Aufreizend posen. Leidenschaftlich küssen. Was ist das? Verführerisch sein, Massage anbieten, Fotos teilen. Romantik. Das wird nicht mehr. Warum wird das jetzt nicht mehr hier? Aufreizend posieren. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, dass das nicht irgendwie höher wird. Knuddeln. Händchen halten. Küssen wäre eine Möglichkeit. Vielleicht geht das mit so einem einfachen Ding. Nö.
Ist immer noch 3. Hä? Wir haben das doch mal schon mal besser hingekriegt. Wange küssen. Ich versteh's nicht. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert, warum das jetzt hier nicht so hingeht. Knuddeln, Kompliment, bla, sowieso. Flirten, geht das vielleicht? Es ist super, dass er eins nach dem anderen rauskriegt, aber irgendwie haut das da nicht hin. Mal sehen, ob sie da ein bisschen adäquater ist. Rose anbieten. Aufreizen, posen. Leidenschaftlich küssen. So, jetzt kommt die Rose an, mal sehen. Aha, sie kriegt's hin. Ewige Liebe erklären. Boah. Warum sie das jetzt hinkriegt und er das nicht hinbekommen hat, ich weiß es nicht. Süßholz raspeln. Mehr Auswahl. Knuddeln. Knuddeln geht auch immer. Jetzt wird's aber langsam sehr knapp. Küssen. Muss hier aber Highspeed ohne Ende machen. Hände küssen. Das gucken sich nur an, oder was? 7 hat sie schon mal. Hände küssen nochmal. Und nochmal hier normales Küssen. Na, kriegt sie es noch hin? Wie viel Zeit haben sie noch? 22 Minuten. So, Silber haben wir, das haben wir. Und gleich Gold. Okay, ich kann es nicht erklären. Ich kann es euch wirklich nicht erklären. Manche Dinge sind so, wie sie sind. Ne? Und die muss man einfach mal dahin nehmen, wie sie sind. Weil man sie nicht ändern kann. Und in dem Fall können wir es nicht ändern. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Die heutige Folge ist zu Ende. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem durft, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen dann wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.